Jo. Also ich hoffe nur, dass wir nie hier rauskommen, das wäre scheiße. Okay. Ich muss jetzt, David, darf ich Moped nehmen zum Probieren? Ja. Okay. So, ganz langsam. Yo! Bist du oben, oder was? Yo! Ich bin Aussichtspunkt. Sehr schön. Nice. Nice, 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 nice. Ist das übel? Kann ich hier hoch? Ja. Alter. So, die Frage ist jetzt, wie wollen wir jetzt hier weiter vorgehen? Also, wenn es ein Männchen war, ist super. Jo, also ich bin wieder sicher hier. Das geht. Was? So, gefällt mir das schon mal ein bisschen besser. Ich hab sogar einen Raptor-Sattel jetzt gefunden mit 57 Armor. Das ist auch ganz gut. Probier mal einen T-Rex-Sattel mit so viel Armor. Mhm. Ich darf ja keine Beans suchen gehen. Och klar, ganz schon. Mal währenddessen noch mal Dinos suchen. So, das kann man ja verbinden miteinander. Ja, dummerweise sind die Krokos alle tot. Ich mach's mit Maggie. Na gut, das hat sie jetzt verstanden, aber. So gut, mittlerweile sieht das ja schon ein bisschen besser aus. Immer noch nicht vertrauenserregend, aber es sieht besser aus. Das hat man nicht vergessen. So gut, wie sieht's denn bei euch aus, Crusaders? Unverändert viele Dinos. Ich fühle mich echt wie so ein kleiner Spion. Oder so. Du musst da oben noch einen Thron platzieren. Setz dich einfach drauf. Ey, wisst ihr, wie schade das ist, dass wir die OP-Sniper nicht mehr haben? Könnten das von hier oben alles wegsnipern, die ganzen Dinos? Ach, Mann. Eigentlich müsste man das so machen, wenn wir auf die schießen und die kriegen es erstmal am Anfang nicht mit, dass wir einen Dino runterschießen, bis der stark blutet, einen zweiten Dino runterschießen, bis er stark blutet und dann beide hintereinander killen. Ja, dann hast du aber halt auch nur, also zwei Dinos getötet oder drei oder so. Deswegen, ja, ist besser als nichts. Kannst ja bei jedem so machen. Raketen reinschießen. Oder so, ja. Ja, wenn die wissen, dass wir oben sind, werden die Dinos wegbringen. Wir müssen so viel Schaden wie möglich auf einmal anrichten. Und das geht, glaube ich, wie gesagt, Turrets plus Raketenwerfer rein. Oder Sniper rein. Der neue Dino hat den hohen Lebenswert, 1300 Stamina, den guten Melee-Damage-Wert. Weiblich oder männlich? Männchen. Der Rex. So. Aber der ist 176, das ist schon nicht schlecht. Ja. Hm. Ja, der war 230 dann, 236. Und 3 Stunden, bis der Rex wieder kann, der andere. Jo. Also langsam kommt es am wenigsten ein bisschen ins Laufen. Wir hatten wirklich bisher nur Pech gehabt, so kann man sagen, was man will. Jo. Weißt du, was wir brauchen? Ein Oviraptor. Dann würde das nur halb so lange dauern, zum Züchten. So, ich baue jetzt schon mal hier Turrets und so auf, oben. Also so 2 Turrets einfach nur bei dem Stargate. Weiß es ja, nicht. Du musst den sowieso erst anmachen, wenn du die Turrets auch benutzen willst. Deswegen. Ja. Wie viele Turrets hast du mitgenommen? Nur 3 Stück. Ich will jetzt erstmal nur hier oben ein bisschen sichern. Also erstmal bei dem Stargate vor allem. So. Jetzt muss ich gucken, machen wir mal einen hier in Turret hin. So weit wie nach vorne wie möglich. Es geht ja nur darum, jetzt erstmal das zu sichern, falls sie mit der Grappling Hook hier hochkommen irgendwie. So hier. So. Okay, wie gesagt, ich lasse das erstmal alles noch aus. Ich stelle es noch alles ordentlich ein. Falls es dann schnell gehen muss oder so.
So, nice, ist auch mit Strom verbunden. Das hilft dann sogar schon ein bisschen oben. Jo, da ist ein Kabel, so wie ich das sehe. So. Die schießen sowieso nicht runter, die Turrets. Die sind wirklich nur da, wenn jemand hochkommen möchte. Ich mach mal Players Only, mit Dino kommt man sowieso hier nicht hin. Ich hab ein bisschen wenig Muni mitgenommen irgendwie. Oh, du fällst mir jetzt hier aber nicht runter, mein Guter, oder? So abgefahren, Alter. So. Also ich würde versuchen, in der nächsten Nacht das Turbo-Ding aufzubauen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, alle Sachen vorzubereiten. Und jetzt nochmal ganz genau auszuspähen, wo ich das machen will. Wie gesagt, ursprünglich war ja mein Plan gewesen, hier rüber zu kommen. Ein Babyraptor. So, ich habe immer Angst, dass ich hier runterfalle. Ich guck gerade hier hinten. Das sieht fast so aus, als hätte man da hinten eine kleine Spalte, wo man das Stargate dahinter verstecken kann. Ist halt schwer zu erkennen gerade, aber es sieht so aus. Warte mal. Hier geht der Felsen hoch. Und hier ist eine Spalte nach hinten. Hier könnte man ein Stargate reinsetzen. Es geht nämlich darum, dass man auch wieder hoch und runter kommt und so weiter. Da wäre es natürlich perfekt, hier das Stargate hin zu platzieren. Und dann am besten irgendwie vielleicht hier hinter den Stargate-Turm hinbauen. Stargate-Turm sage ich schon, den Turret-Turm hinbauen. Und ja, mit 8 Turrets dürfte man erstmal halbwegs safe sein, wenn dann hier oben noch 3 Leute sind, die runtersnipern. Da bauen wir die Turrets hin. Hier sind 3 Leute positioniert mit der Sniper. Der unten ist, schießt dann mit dem Raketenwerfer die Türen hier weg. So, dass die Turrets freie Schussbahn haben. Das Ding ist ja, die Dinos, die werden ja vielleicht sogar ein paar Dinos auf Akro gestellt haben oder neutral. Die können wir dann rauslocken. Das müssen wir halt mal ausprobieren. Ich weiß halt nicht, wie nah die Turrets dran sein müssen. Es kann sein, dass das zu weit weg ist, aber so können wir zumindest schon mal die auf neutral sind und so wegkillen. Beziehungsweise an dem Spot wären wir dann halt auch sicher. Und man könnte die vielleicht sogar in die Falle locken, ich weiß es nicht. Weil die Leute, das könnte sogar sein, dass die nämlich dann dahin rennen und nicht ahnen, dass hier oben auch welche sind. Also, alle Leute, die damit snipern, macht euch unbedingt Silence Attachment dran. Mhm. Dass die nicht hören, von wo die Schüsse kommen. Ich glaube, das macht Sinn. Bist du die Fabricated Sniper? Ich bin gerade auf dem Rückweg. Fabricated Sniper, genau, da kannst du ja schon ranzoomen und kannst du trotzdem noch ein Attachment dranhauen. Einfach ein Silencer. Also ein Schalldämpfer sozusagen. Okay, Leute, also der Plan ist jetzt schnell, hier seitlich runterspringen kann ich nicht, da lande ich im Wasser. Ich muss schnell hier runterspringen einfach. Ich hoffe, guckt jetzt keiner her, ey, das wäre assi. Und rechtzeitig abspringen wieder. Ich kann jetzt bald drauf gehen oder mein Dino, wir werden sehen. Und los. Ja, okay, das war gut gewesen. Weiter. Und jetzt runter. Okay. Yo, Leute, das ist wirklich so eine kleine Einbuchtung. Das haut hin. Hier können wir noch ein Stargate hinsetzen. Und hier, Moment, ich mach mal hin eben. Hier können wir versuchen, einen Turret-Turm hochzuziehen. Hier kann man sogar noch den Generator aufbauen, ohne dass sie das sehen können. Die Frage ist nur, wie groß ist die Reichweite, ne? Das ist halt die Frage.
Aber vielleicht, wenn er einen Raketenturret macht, dann müssen wir testen, wie die Reichweite ist. Das kann gerne auch noch einer übernehmen. Das kann ich aber nicht machen. Ich baue jetzt erstmal hier noch ein Stargate hin. Hast du den Narkobären wieder aufgehoben? Die hab ich gar nicht jetzt weggeschmissen. Doch, die sind rausgegangen nur. Ah, okay. Ja. Ich hab mich schon gewundert, dass wir alle die Hosen. Das ist gerade, was sucht er denn da auf dem Boden rum? Die ganzen Kissen durchwühlen. Okay, das müssen wir aber jetzt diesmal so rum machen. Das ist so auffällig. Ja, so gefällt mir das. Wo das so hin. So, ich teste mal, ob's geht. Der Strahl geht jetzt in die Richtung. Das ist okay. Wäre besser, als wenn es in die Richtung geht dann. Okay, ZPM rein. Ist übrigens dann super wichtig, dass wir dann wirklich die Iris drin haben bei unserem Heimat-Stargate. Das nenne ich auch mal eben um, weil sonst verlieren wir echt den Überblick. Unten. Scheiße. Habt ihr das gesehen, wie das da... Ich habe gesehen, wie das eine Stargate angewählt wurde. Also das oben. So, jetzt muss ich aber echt langsam machen. Warum ist, glaube ich, okay. Ich muss nur langsam machen, dann kann eigentlich nichts passieren. Nein, jetzt falle ich runter. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich... Scheiße, bitte. Bleib hängen. Fuck. Oh nein. Ich muss jetzt einen Sprung machen, irgendwie einen krassen. Okay, ich bleibe erstmal hier. Oh, das gibt's doch nicht. Irgendwie bin ich zu schnell durchgelaufen oder so. Noch bist du auf der anderen Seite runtergefallen, oder? Ja, aber ich bin so auf mittlere Höhe. Ich weiß nicht, ob es das bringt, wenn ich da Mauern hin hochbaue. Die könnten doch rein theoretisch stoppen, oder? Ja. Kann ich mir vorstellen. Oder dafür sorgen, dass du am Ende der Welt rauskommst. Oder das. Ja, ich würde es ja nicht direkt vor Stargate bauen, nur so 2 Meter vor Stargate. Und wie gesagt, mit dem Dino ist hier irgendjemand schon mal mit dem Dino zusammen am Ende der Welt rausgekommen? Nee. Nicht, dass ich mich erinnere. Das sieht gut aus. Abspringen. Alles cool. Boah, hier hätte ich auch ein Stargate hinbauen können. Hier ist ja noch viel besser gewesen. Und wieso habe ich es nicht hier hingebaut? Ah, das habe ich halt nicht gesehen, die Einbuchtung. Die ist ja nochmal besser als die andere. Na, egal. Hier da hinten ist auch okay. Das Krasse ist, die kann ich ja gar nicht sehen, wenn ich das langweile. Okay, ich probiere es nochmal. Oh, jetzt falle ich schon wieder runter. Scheiße! Hab ich Wände dabei? Was ist das? Ich probiere es nochmal. Jo! Diesmal... Ja, aber das Problem ist diese kleine Ecke da. Ich weiß ja nicht, wenn ich da Wände hinbaue. Ich müsste das einfach noch ein bisschen weiter nach vorne bekommen, alles. Ich probiere mal was aus. Ich baue jetzt einfach mal hier noch ein zweites Stargate dahinter. Mach das aber mal so rum. Mal gucken, ob man dann immer vorne rauskommt. Wir testen das mal. Das sieht jetzt natürlich sehr interessant aus, Alter. Das sieht ist das krank, Alter. So, rein. Ne? Ist es angewählt? Ja, es ist angewählt. Okay. Komm ich jetzt. Kurz bevor er durchgeht, mach das Schild an. Also Schild ist drin, dass du letztes Remote on machen kannst. So. Okay. Der meist jetzt rein, ne? Jo. Also laut Angabe sind die Crusader gerade nicht zu Hause, sondern looten das Imperium. Looten? Ja, das Imperium ist wohl platt. Wow. Okay, krass. Die blätten den ganzen Server, oder? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, unglaublich. Ja. Dann werden die auch bald zu uns kommen. Wir haben auch keine Kampftiere mehr und nix.
Na, ich würde sagen, wir fangen jetzt dann an, wenn die jetzt gerade eh nicht zu Hause sind, sowas kaputt zu machen bei denen, oder? Nee, nutzt nicht von der Seite. Genau. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass wir eher so reingehen. Also auf jeden Fall auf der Foundation laufen und so dann reingehen. Und ganz langsam, also ich mache so hier nur, dass ich quasi drinne stehe und irgendwann portet der, mehr oder weniger. Ja. Also per Klick genau. Vortasten. So, okay, ich wähle. Es ist noch kein Schild drin, aber ich guck nochmal nach. Es waren jetzt drei Leute. Ja, und sehr. Oder scheiße. Kein Schild. So, Moment, ich geh vor. So, Moment, noch nicht durchgehen. Ja. So, okay, der nächste. So wie ich, dann klappt's. Okay, Moment, ich geh mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass Lutz dann... So, jetzt du, Lutz. Puh. Okay, jetzt erstmal warten, bis das Target aus ist. Okay, knappe Sache. Alter. Ja, man kriegt halt nur zwei Zielinge ran. Wie gut hast du denn hier gemacht? Was denn? Alter! Okay, wunder, dass ich hier runtergefallen bin. Was denn? Oh Mann, das ist so auffällig im Dunkeln. Und guck jetzt mal, Lutz, unten da links an der Küste, da ist das andere Stargate. Das funktioniert anscheinend irgendwie nicht. Das sehe ich gar nicht gerade. Ich trau mich gar nicht zu laufen. Wo kann ich denn hier hin? Du kannst jetzt hier hoch, aber hier hoch. Und übrigens jetzt aufpassen beim Absteigen, das ist super schmal hier alles, ne? Also du springst, glaube ich, nach rechts mal ab. So, hier unten ist dann die Base von denen. Oh, ich komm die Rap nicht hoch, ja. So, der Raptor geht die Rap nicht hoch. Kann springen. Vorsichtig, halt. Kann ich springen. Ich hab's wohl mit Springen gemacht. Beim Raptor? Ja. Ja. Okay. Ja, genau so. Lass den mal auf der Ram stehen hier, oder? Ich sag mal so, Leute, auch wenn wir bisher noch nicht krass geradet haben und so, aber leider diese Aktion. Ist doch auch mal was wert, oder? Also. Knaller, ey. Ich sehe hier nichts. Ja, komm mal weiter vor. Ja. Ich mach mal eine Torch anmachen, finde ich jetzt eigentlich ziemlich dumm. Jo, nee, bitte nicht. Ja, genau, und ich war hier quasi. In die Richtung, in die ich jetzt gucke. Unterhalb des Berges. Okay, komisch. Ja, gut, guck mal in die Richtung, wie ich gucke. Hm? Und da unten ist das Stargate, was leider nicht funktioniert so richtig. Ja, okay, da bin ich auf jeden Fall nicht gespawnt. So, ich muss jetzt erstmal unten das Stargate platzieren, Andres, das war das mal sehr eklig. Ich würde aber trotzdem, da wo das Stargate ist, was nicht funktioniert, da würde ich ungefähr die Turret-Falle hinsetzen. So ein bisschen weiter vor. Weil dann könnt ihr da wunderbar von hier aus drauf snipern, wenn die dann da hingehen, weißt du, ne? So, warte mal jetzt. Aber mit dem Binoglas, ich sehe hier gar nicht, wo der scheiß Berg zu Ende ist. Hast du zufällig irgendwie die Sichtweite sehr gering von Strukturen und so? Nee, das ist, habe ich ja irgendwann mal hochgestellt, aber es ist so dunkel und ich sehe nicht, wo der Berg aufhört, weil der schwarz ist und es ist alles schwarz. Bleib mal hier stehen und warte, bis es ja, hell ich ist, auch. Bevor ich mich bewege. Es wird, glaube ich, gleich hell, oder? 4 Uhr, ja. Ja, müsste Sonnenaufgang sein. Du, ich hätte gerne das Target noch platziert, ey. Also ich kann das nicht im Dunkeln machen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache hier, Alter. Wenn das funktioniert. Oh, ich hätte meine Rüstung mal färben sollen. Ja, schwarz macht ja Sinn, schwarze Rüstung. Jo. Ja, wenn es nicht funktioniert, ist es halt so, die Idee, wir haben immer tolle Ideen, die nie klappen. So, es wäre natürlich mal schön, wenn man eine Idee klappen würde. Aber immerhin ist das schon mal, hat das jetzt schon mal funktioniert, mit dem Stargate jetzt hier oben zu dritt zu sein. Das ist auch schon mal was wert. Doch ein bisschen aufregend, ey. Ja. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Teufel, bist du hier in erster Instanz hochgekommen? Ich bin, ich glaube, das fragen sich die jetzt dann auch, wenn die merken, dass wir hier oben sind. Siehst du da hinten den Vulkan, wo der Rauch kommt? Ja. Ungefähr von da bin ich losgesprungen mit dem Fallschirm, so ein bisschen weiter oben. Okay, krass, nee. Da freue ich mich auf die Aufnahme, Alter. Ja, es war knapp.